Weltweit wird ein Fünftel der Energie für Licht gebraucht. Bei uns sind das meistens LED-Lampen, die sehr viel Licht und das mit wenig Strom produzieren. Doch es kommen mittlerweile immer mehr Studien auf den Tisch, die LED-Licht als große Gefahr für unsere Augen identifizieren. Und genau deswegen seid ihr auf das Thema bei WhatsApp gekommen und habt es euch gewünscht. Tada, hier ist es. Was also genau das Problem an LED-Lampen ist und wie wir das Risiko für unsere Gesundheit senken können, das jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal. Nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Dank eurer Augen könnt ihr mich und dieses Video hier jetzt sehen. Die Augen sind tatsächlich unser zentrales Sinnesorgan. Bis zu 80% aller Infos aus der Umwelt nehmen wir dank ihnen wahr. Unsere Augen haben also jede Menge zu tun. Permanent gucken wir auf Laptops, Smartphones oder Fernseher. Und genau das könnte ziemlich unangenehme Folgen für uns haben. Denn zur Hintergrundbeleuchtung in Tablets und so weiter sind meistens Leuchtdioden, also LEDs, eingebaut. Sie verbrauchen deutlich weniger Energie als klassische Glühbirnen und werden so mittlerweile nicht nur in Bildschirmen, sondern auch in Lampen, Scheinwerfern und Werbeplakaten, also Werbedisplays, eingesetzt. Konkret produzieren die LED-Lampen blaues und gelbes Licht, um am Ende das gewünschte weiße Licht zu erhalten. Doch mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass das enthaltene blaue Licht sehr schädlich für unsere Augen sein könnte. Im Gegensatz zum Spektrum des Sonnenlichts, das gleichmäßig über den gesamten Wellenlängenbereich des Lichts verteilt ist, zeigt das Spektrum von LED eine Spitze bei 400 bis 480 Nanometern. Dieses Licht ist besonders energiereich und kommt fast ungefiltert durch das Auge auf die Netzhaut. Denn anders als das UV-Licht wird es nicht im vorderen Augenbereich absorbiert. So soll es starke Schäden an Netzhaut und Sehzellen hervorrufen. Konkret entsteht ein photooxidativer Stress. Sauerstoffradikale entstehen, die Proteine und Lipide schädigen und dann zum Tod der Sehzellen führen können. Und das ist irreversibel. Abgestorbene Sehzellen werden nicht mehr ersetzt und das Sehvermögen nimmt Stück für Stück ab. Zudem schädigt LED-Licht wohl auch die Pigmentzellen der Netzhaut. Alterungsprozesse werden beschleunigt, vermehrt Abfallstoffe gebildet und genau das schädigt dann wiederum die Sehzellen. Wie viel blaues Licht notwendig ist, um diesen Worst-Case-Schaden zu verursachen, wissen Forschungsteams allerdings noch nicht ganz genau. Hinweise dazu liefert allerdings jetzt eine Studie aus Frankreich. Hierbei wurde untersucht, welche Auswirkungen die verschiedenen Lichtarten auf unsere Augen haben können. Das Ganze wurde an Ratten getestet, von denen jeweils eine Gruppe Licht aus Leuchtröhren, herkömmlichen Glühbirnen und LED-Licht ausgesetzt wurde, also drei Gruppen. Alle Lichtquellen führten bei einer hohen Intensität von 6000 Lux zu Entzündungen, die am Ende zum Absterben der Sehzellen führten. Bei 500 Lux, also einer deutlich geringeren Lichtintensität dagegen, wurde die Netzhaut der Tiere nur durch das LED-Licht beeinträchtigt. Das alles sind die Ergebnisse aus Tierversuchen. Langzeitversuche an Menschen, die gibt es noch nicht, außer natürlich jetzt hier mit den Lampen, die wir so benutzen, und Bildschirmen. Doch auch schon derzeit kommen einige Faktoren zusammen. Mehr LEDs werden in den verschiedenen Bereichen des Lebens eingesetzt und wir nutzen sie intensiver als früher. Dazu kommt die besondere spektrale Lichtzusammensetzung, für die unsere Augen besonders anfällig sind. Nicht zuletzt wird die Lichtintensität von LED-Lampen durch eine EU-Norm geregelt und es gibt einige Aspekte, die jeder selbst beachten kann, um das Risiko von Augenschäden zu senken. Gefährlicher als das warmweiße LED-Licht ist das kaltweiße Licht. Zudem kann man das Licht von Monitoren in einen gelblicheren Bereich umstellen und so seine Augen schonen. Unbedingt vermeiden sollte man es, direkt in helle LED-Quellen hineinzuschauen. Beispielsweise kann man beim Fernsehen gucken lieber noch eine weitere Lichtquelle im Raum dazu einschalten. Und wie man Licht manipulieren kann, das erklärt hier Dr. Watson. Und das ist wirklich unglaublich, was da so alles möglich ist. Also da draufklicken, unbedingt abonnieren und ansonsten bis dann. Bleibt dran. Hier gibt es übrigens noch den Link zu seinem Kanal.